Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hell is Others. Ich bin wieder da. Alfred hat die Wette verloren. Ja, wir sind wieder zu Hause. Ich muss mich kurz entschuldigen für die erste Folge. Die ist so ein bisschen mitten in der Folge irgendwie so ein bisschen abrupt geschnitten. Das liegt daran, weil der irgendwie die Aufnahme so ein bisschen verkackt hat. Habt da bitte ein Nachsehen. So, ich wollte mal eben gucken, haben wir eigentlich einen Kühlschrank oder sowas? Können wir irgendwie hier Schrankschublade? Kann ich irgendwas reinräumen? Oh ja, ihr Credits. Fernbedienung. Herzblut. Ja, Lebensenergie in Kugeln behalte ich mal. Gesundheit, hier Nahrung. Immer das Essen. Verwenden. Ah, guck mal, wir kriegen hier. Was ist das eigentlich für eine Anzeige? Verwenden. War fast wieder voll. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal raus und reden wir mit Alfred. Hey, Alfred. Ich bin wieder da. Ich sehe es. Du hast die Wette verloren. Gib mir, was du mir schuldest. So, Blutbeutel. Ja, mit 300 Bluteinnahmen. Sehr geil. Nimm es, wenn es dich glücklich macht. Ich habe einen sehr klugen Mann getroffen. Wir haben morgen einen Termin. Schön für dich. Die Person braucht einen Partner und ich bin der richtige Mann. Schön für dich. Ich hau mich mal aus. Oh, ich kann den morgigen Tag kaum erwarten. Viel Glück. Danke. Keine Ursache. So. Gieß den Bonsai und geh schlafen. Das machen wir natürlich. So, nein. Ich würde gerne den Bonsai gießen. Mit Blut. Steht ihn mal. So. Das haben wir getan. Das Problem ist, wir müssen da auch wahrscheinlich demnächst mal dran denken, denn wir werden das wahrscheinlich nicht immer gesagt bekommen. Ich schlafen lege, sind morgen alle leiblichen Lebensmittel verdorben. Muss so viele wie möglich, so schnell wie möglich einen Kühlschrank kaufen. Ja. Trotzdem schlafen. Es ist schon lange her, dass ich einen Bonsai gesehen habe. In dieser Stadt gibt es nur wenige, die sich den Luxus leisten können, ihn zu pflegen. Wer auch immer sein Besitzer ist, muss sehr wohlhabend sein. Ich frage mich, was meine Belohnung dafür sein wird. Ein schöner Tritt in den Hintern! Wer hat das gesagt? Ja, wer hat das wohl gesagt? Das ist eine gute Frage. Das kam aus dem Loch da hinten. Riss sprechen. Wer ist da? Antwort. Die Stimme schien aus dem Riss zu kommen. Ich muss sie mir eingebildet haben. Tag 2. Dienstag. Wer ruft denn jetzt schon wieder an? Hi. Bist du der Problemlöser? Ich heiße Stellan. Ein paar Freunde haben mir von dir erzählt. Ich organisiere eine Party. Brauche etwas, um das Eis zu brechen. Ich würde es selbst erledigen, aber ich habe heute schon etwas getrunken. Gibt nichts umsonst. Waffelriegel und Glas Wodka will er haben. Okay. Ehrliche Geschäfte. Lange Freundschaft, Dick. Die Party findet in meiner Wohnung in der Zitadelle statt. Uff, okay. Überprüfe den Riss. Sprechen. Oh Mist, der Riss ist gewachsen. Ich muss Alfred davon erzählen. Und außerdem blutet, glaube ich, der Riss, wenn ich das richtig sehe. Da oben sind überall Spinnenweben, das ist ja furchtbar. Ich gucke mal eben ins Journal. Geheimnisvollen Termin, ja, das wissen wir so. Urlaubsstimmung, Akt 1. Okay. Traditionelle Tapete, was? Ansehen erhöht. Okay, alles klar. Mal hier noch Schönes. Gespenstisches Uber, natürlich. So. Natürlich. Gesundheit 400, Kredit 5, Exemplar getötet 2. Ach krass, guck mal. Da kriegen wir Infos darüber. Hier, Falafel. Medikit. Ach guck mal, hier kriegen wir noch die Infos darüber. In den Ramsch-Katalog. Noch mehr? Ah ja. Da gibt es noch mehr. Ach du Heiliger. Wie viele Seiten gibt es denn hier? Naja, bin mal gespannt. So, ich bin vor allem mal gespannt, wann das mit dem PvP losgeht. Schauen wir mal.
Guten Abend. Der Riss in der Wand hat sich weiter vergrößert. Das muss das Beben gewesen sein. Kannst du etwas dagegen tun? Morgen, wenn er größer wird, finden wir eine Lösung. Das hast du mir gestern auch schon gesagt. Was habe ich gestern gesagt? Dass ich morgen wiederkommen soll. Dann komm morgen wieder. Aber heute ist morgen. Soweit ich weiß, ist morgen morgen. Vergiss es. Seufz. So, gut. Triff Octave im Hausflur. Ach da, ach guck mal, da ist er ja. Octave. Schön, dich wiederzusehen. Schön, Freunde ist Freude ist ganz meinerseits. Wie geht es dir? Ich habe in letzter Zeit Schlafprobleme. Alle unternehmungsleistenden Menschen haben welche. So habe ich das noch nie gesehen. Kannst du viele Dinge vermitteln? Und du lernst schnell. Danke, also, worum geht es in dem Job? Ich bin ganz Ohr. Du verschwendest also keine Zeit. Du hast wirklich das Zeug zum Geschäftsmann. Wie ich dir schon sagte, ist mein Geschäft der Export von Ramsch. Die Nachfrage ist sehr hoch und ändert sich jeden Tag. Kurz gesagt, ich gebe dir eine Liste mit Kategorien von Gegenständen, die ich jeden Tag brauche und du musst sie nur besorgen. Entschuldige, dass ich direkt zur Sache komme. Wie hoch ist die Bezahlung? Das hängt davon ab, was du findest. Aber vor allem von deiner Kreditstufe. Wie du weißt, wird der Tauschwert von Gegenständen nicht nur durch ihre Seltenheit bestimmt, sondern auch das Ansehen derjenigen, die sie verkaufen. Mit anderen Worten, je wertvoller der Gegenstand und je höher deine Kreditstufe, desto mehr zahle ich dafür ihn. Klingt gut. Also, willst du anfangen? Kann's kaum erwarten. Wow, nicht schlecht. Dann verschwenden wir mal keine Zeit mehr. Das ist die heutige Aufgabenliste. So, was haben wir denn da? Benötige Stichwort Gold. Stichwort Bauteil, Bürobauteil, heute im Angebot, okay. Ach so, hier sind die Tage. Ach du Heiliger. Was zur Hölle, das müssen wir denen also immer bringen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Frage mich, ob man dann auch zwischendurch mal reingucken kann. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag. Okay, also Gold, Bauteil, Büro. Okay. Gut. Nimm diese Karte. Sie dürfte in der Stadt sehr nützlich sein. Ich brauche sie nicht unbedingt, aber ich nehme sie gerne. Schuldig dir etwas? Komm einfach lebendig mit den Gegenständen zurück, um die ich dich gebeten habe. Abgemacht, bis bald. Viel Glück, Partner. Erstmal ein bisschen suspekt, muss ich sagen. So, verwende den Fahrstuhl, um ein Mehrspieler-Match zu beginnen. Viel Spaß in Century City. Oh Gott, jetzt geht das los. Penthouse, begib dich zur oberen Etage. Beginne die Gegnersuche auf den Straßen von Century City. Abbrechen, die Gegnersuche läuft nicht. Was sind die obere Etage? Sollen wir mal ins Penthouse? Komm, wir fahren mal ins Penthouse. Es gibt momentan keinen Grund, zur oberen Etage zu fahren. Ja, ist ja gut. So, Gegnersuche, jetzt geht das los. Multiplayer, ich bin so gespannt. Oh, das wird so gut. Und auch so zum Kotzen. Es ist ja ein bisschen, man muss ja sagen, es ist ja tatsächlich ein bisschen Escape from Tarkov, ne? Oder? Hat es ein bisschen so das Feeling, weil man muss entkommen. In diesem Style? Das ist ja witzig. So in so einem Pixel-Look, in so einem Pixel-Style quasi. Mit Multiplayer-Aspekt. Und entkommen, also so looten und entkommen, das ist witzig. Bin so gespannt. So, Suche nach Spielern. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, ist das Game eigentlich schon raus? Bin mir da jetzt so gar nicht so sicher. Sind da überhaupt schon Spieler unterwegs? Oh, Match startet. Ja, ich glaube,
am 20. Oktober veröffentlicht. Es ist raus. Tatsächlich. Also werden wahrscheinlich auch welche spielen. Wir schauen mal. So. Was war das denn? Aber da werden die anderen Spieler, aber wie sehen die denn aus? Sehen die anders aus? Kann man sich vielleicht auch anders kleiden? Oh, jetzt wird's interessant. Oh Gott. Oh mein Gott. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Das wird bestimmt mega interessant. Warte auf Spieler. Maximale Wartezeit. Oh, holy. Uff. Das heißt, es gibt mehrere Ein- und Ausgänge, schätze ich mal. So, erstmal Regale durchsuchen. Wir brauchen also... Was war das jetzt nochmal? Oh, Herr Kugel nehme ich auf jeden Fall mit. Was nehme ich mit? Kakerlake, scheiß auf Kakerlake. Kann ich dir im Journal nachgucken, was ich brauche? Kann ich irgendwo nachschauen, wo ich was brauche? Aufgabenprüfung? Ich frage mich, ob es irgendwo... Möglichkeit gibt, herauszufinden, was man braucht. Auch Büro? Büro brauchen wir auf jeden Fall, ne? Oder Papier. Das Problem ist, man sieht die Gegner ja auch nur, oder die Spieler ja auch nur, wenn man wirklich da hinguckt, ne? Das heißt, hier könnte jetzt auch ein Spieler sein oder so, ne? Das ist halt mega gut. Das ist richtig... Ist ein bisschen spannend, muss ich sagen. Finde ich richtig gut. Was war das noch? Gold war es auch, ne? Oh, ich höre Schüsse. Schüsse. Weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Vitalität. Ja, nehme ich mal mit. Haben wir das schon geguckt? Warten wir schon, okay. Dann würde ich sagen, mal raus. Ich weiß ja nicht, wie das ist mit Dings. Hier sind ja auch... Gott. Gold. Wo kriegen wir Gold her? Das ist mega spannend. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen. Wie gut einfach... Oh, Alter, Credits. Voll gut. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen Gold und noch was und Büro. Aber was war das denn noch? Kann man das irgendwo nachsehen? Oh, Alter, wir finden so viele Credits. So, looten wir mal weiter. Was haben wir denn hier noch? Oh, Verbände. Rhinorium? Ich weiß nicht, was es macht. Keine Ahnung. Bin noch nicht so ganz schlüssig, was am besten ist zu spielen. Ob wirklich mit Maus und Tastatur oder halt tatsächlich, mit Dings. Mit, Gamepad. Oh, da ist einer. Der kommt immer näher. Ja, warte mal. Gold. Schleichen wäre noch geil. Ich weiß nicht, ob man schleichen kann. Was ist das? Symbol. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Acht Minuten. Achso, nee, das ist, glaube ich, der Fahrstuhl, was mir da angezeigt wird, ne? Wo der nächste Fahrstuhl ist. Warte mal, war das mit der Map? Ach du Scheiße, was? Was zur Hölle? Was? So riesig ist die Stadt? Uff, ist das krass. Holy shit. Okay. Broken Chain Cemetery, Police Station, Hospital. Uff. Holy shit, wie viele Spieler sind denn hier? Das hat auf jeden Fall jemand gehört. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gern zur Police Station gehen. Weiß halt nur nicht, ob ich hier richtig bin. Guck mal eben. Ist da unten? Ist irgendwie nach unten lau. Macht natürlich mega Krach, ne? Muss man einfach so sagen, wie es ist. Kann man Autos durchsuchen? Police Station.
Vielleicht finden wir da ein paar Waffen oder so. Das müsste die Police Station hier sein. Oder? Ich schau mal eben. Nee, die ist drüben. Andere Seite. Warte. Hier ist die. Weiß halt nicht, wo ihr den High-Loot gibt und so, ne? Müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt's hier auch Waffen. Okay. So. Polizeiarchiv durchsuchen. Mal gucken, was es hier gibt. Gold wäre, wie gesagt, geil. Brauchen wir Elektronik? Hatte er nicht irgendwas gesagt von Elektronik? Ich bin mir nicht sicher. Verwenden? Okay, haben wir verwendet. Sehr schön. Polizeispind. Was haben wir hier drin? Näherungsmine. Oh, geil. Kann ich die einfach leben? Wie funktioniert denn das? Wie benutzt man so eine Mine? Kann ich die irgendwie auf dem Dings legen? Auf dem Slot legen? Interagieren? Jetzt habe ich sie abgelegt, ne? Ich glaube, da ist gerade einer im Fahrstuhl gegangen. Ich glaube, ich habe im Fahrstuhl gehört. Ein Fahrstuhl steht bereit. Öffne die Karte, um den Standort zu sehen. Ja, da. Da oben auch. Ja, da sind einige hier abgehauen. Hä, wie gut ist das denn bitte? Das ist ja mal mega geil. Feier ich jetzt schon. So, trotzdem möchte ich... Oh, hier kommen wir gar nicht lang. Trotzdem würde ich gerne Gold finden. Frage ist, wo gibt's Gold? Ein Fahrstuhl steht bereit. Noch ein Fahrstuhl. Da unten... Oh, holy. Oh Gott, Alter, habe ich mich erschrocken. Hä, noch einer? Oh, wie viele Spieler sind denn hier, bitte? Krass. So, Gold, bitte Gold. Nein, Elektronik, wieso hat man einen Schraubenzieher im Nachttisch? Nur mal so zur Frage, ist das... Oh, Credits. Nochmal Credits, nice. Ich hoffe, wir kommen lebend raus. Hoffe. Boah, das ist so gut, dass man halt wirklich nur dahin gucken kann, wo man wirklich die Augen und so hat. Schlagring, ja, okay. Keine Waffen in der Polizeistation. Ich dachte, man kriegt vielleicht eine bessere Waffe oder so. Weiß halt nicht, ob es später bessere Waffen gibt generell. So, ich... Ist das ein Fahrstuhl? Ah, Fahrstuhl rufen. Ich weiß nicht, ob wir den benutzen können. Den Ausgang muss man sich mal merken. Und vor allem, ob die prozedural generiert werden, die Fahrstühle. Wäre mal interessant. Alter! Gottes Willen, leck mich fett. Das war ja gemein. Ah. Boah. Fuck. Okay, durch die Scheibe springen ist keine gute Idee. Stelle ich gerade fest. Was macht das eigentlich? Verwenden. Was haben wir dadurch? Haben wir da irgendwas mehr? Gott, Alter! Dieses scheiß Ding! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja gemein. Vor allem, man sieht's halt auch nicht, ne? Dass es da an der Wand ist oder so. Okay, knapp 3 Minuten haben wir noch. Ich würde noch ein bisschen looten. Aber es sah wirklich so aus, als wären es auf jeden Fall... Sieht man die Fahrstühle noch? Jo, eins, zwei, drei. Dann war, glaube ich, hier oben, glaube ich, immer noch einer. Vielleicht 6 Fahrstühle? Was? Was ist das denn? Was ist das denn gewesen? Alter, ich muss los.
Oder da muss ich aber los. Ist auch ein Fahrstuhl zum Rufen. Vielleicht gehen wir erstmal hier rein. Mal gucken, vielleicht ist hier vielleicht irgendwie was zu finden, goldmäßig. War mich halt auch, oh man kann, glaube ich, man kann in Gruppen spielen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also man kann auch Freunde einladen. Ich glaube, das geht doch mit mehreren. Richtig cooles Game. Gefällt mir richtig gut. Also muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Werde ich auf jeden Fall im Stream mal spielen. Sehr, sehr interessant. So, knapp 2 Minuten. Oh, Gold. Ja, geil. So, jetzt verduften wir. Das war eigentlich das, was ich haben wollte. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Wir haben sowieso kaum noch Platz, ne? Eine Mine. Ich weiß zwar nicht, wie man die benutzt. So, ich probiere mal den Fahrstuhl zu rufen. Der Fahrstuhl ist außer Betrieb. Oh, hör auf. Ernsthaft? Muss ich zu den Fahrstühlen... Muss ich zu den Fahrstühlen, die gerufen worden sind? Warte mal, ich muss mich heilen. Ja, es funktioniert. So, verwenden. Willenschlungen. So. Können wir noch was mitnehmen? Fahrstuhl, warte mal. Uff. Wir sind einmal komplett über die Straße, ne? 1 Minute noch. Oh Gott, nicht, dass ich jetzt hier auf verschütt gehe. Uah, ciao! Das hier? Nein, ich muss noch einen weiter. Gut, 42 Sekunden. Oh, jetzt habe ich aber Kacke gebaut. Hier ist der Fahrstuhl hier oben. 35 Sekunden. Oh. Oh nein. Oh, 30 Sekunden noch. Komm, mach fertig. Oh, shit, das schaffe ich nicht mehr. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Alter. Uff. Oh, in der letzten Sekunde. Um Gottes Willen, in der letzten Sekunde. Was war das für ein Vieh? Oh Gott, 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 oh Gott. In der Bank, okay, im Inventar. Wir müssen auf jeden Fall einzahlen in der Bank. Ich weiß noch nicht, wie es geht. So, was haben wir denn hier alles? Okay, ja, okay. Jetzt haben wir mal zurückkehren.